Hallo zusammen und damit heiße ich euch wie üblich herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche wollen wir wieder einmal den Spuren des Alltags folgen und mal sehen, was nach so vielen Jahren Leerstand vom täglichen Leben noch so übrig ist. Möchtet ihr weitere solche Orte und viele spannende Folgen zum Thema verlassene Orte hier in Ostdeutschland sehen, dann besucht gerne mal meinen Kanal. Dort warten eine ganze Menge Folgen auf euch. Reinschauen lohnt sich also genauso wie das Abonnieren, aber das wisst ihr ja bereits. Starten wir nun mit dieser Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Wir sind UrbexLE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeige ich euch wieder einmal ein verlassenes Wohnhaus. Ihr wisst ja, wie das bisher bei Wohnhäusern so gelaufen ist, was Geschichte und Informationen angeht. Wie üblich kratzen wir also auch hier mal wieder lediglich an der Oberfläche. Das Objekt weckte unsere Aufmerksamkeit durch wilden Bewuchs und Müll im Vorgarten. Auch keine Seltenheit, befinden wir uns doch in Lost Place City. So wurde die Stadt mal vor Jahren in einer Zeitung bezeichnet, obwohl sich hier mittlerweile in den letzten Jahren etwas getan hat. Die Kenner unter euch werden auf jeden Fall wissen, wo wir uns befinden. Das Gebäude verfügt über 4 Etagen, in denen es insgesamt nicht allzu viel zu sehen gab. Im Erdgeschoss befand sich ein Stempelservice, ein kostenloser Kalender der Mitteldeutschen Zeitung zeigte das Jahr 2000. Mir war nicht bekannt, dass es für solche Dinge auch mal Fachgeschäfte gab oder gibt. Leider fand ich zum Geschäft aber kaum Informationen. Es könnte gut sein, dass es aber bis heute noch einen Nachfolger dieses Ladens in der Umgebung gibt. Die oberen Wohnungen brüllten geradezu nach DDR oder den frühen 90er Jahren. Kachelöfen, merkwürdige Tapeten, Linoleum, Toiletten auf halben Treppen, Kohlenkeller und so weiter und so fort. Der Sandmann grüßte uns auch aus einem Kinderzimmer. Den Euro hatten die Bewohner wohl hier sicherlich nicht mehr mitbekommen. An einem Briefkasten stand sogar der D-Mark-Preis noch dran. Im Gebäude standen wirklich alte Limo-Flaschen umher. Die Bilder dazu bekommt ihr allesamt auf Facebook und Instagram zu sehen. Schaut also auf jeden Fall mal in die Infobox, da ist alles verlinkt. Ich hatte von der Susanne, die ich hiermit herzlich grüße, auf Facebook den Tipp erhalten, auf einer speziellen Seite nach eben solchen Orten und Objekten zu suchen, um vielleicht so etwas über die Bewohner zu erfahren.
Nun, leider klappte das hier in diesem Fall nicht so ganz wie gedacht, was in Anbetracht der Videos insgesamt auch gar nicht so tragisch ist. Die Keller waren sehr gespenstisch, es gab gleich zwei Stück davon, besser man bringt hier aber nichts hinunter, denn die Treppe oder beziehungsweise der Weg war alles andere als entspannt, gerade wenn man mal wirklich etwas Schweres hier runterbringen will. Im Hinterhof zeigte sich der DDR-Fortschritt in seiner ganzen Blöße. Oder sollte man sagen, Fortschritt gab es, aber nicht bei so grundlegenden Dingen daheim. Während im Westen Miele in fast jeder Wohnung stand, wurde hier noch im Kessel gewaschen, der, mit was auch sonst, mit Kohle beheizt wurde. Witzigerweise taucht eben dieses Objekt als großes vermülltes Übel mitten in der Stadt auch in einem zu Recht abwertenden Artikel der Mitteldeutschen Zeitung auf. Genau die, dessen Kalender bis heute seit 25 Jahren im Haus hängt. Schon etwas skurril, oder? Das Gebäude befand sich leider auf keiner Denkmalschutzliste, obwohl die Keller sehr alt wirkten, bestand vielleicht doch etwas Hoffnung meinerseits, aber vermutlich wird es ebenso sein. Die Frage, was man hiermit machen soll, klärt sich in dieser Gegend recht schnell, denn Wohnungsmangel gibt es hier kaum, nur müssten die leerstehenden Objekte schneller saniert werden. Solltet ihr Infos zum Laden oder zum Objekt haben, dann schreibt mir sehr gerne hier in die Kommentare oder auf Facebook bzw. Instagram. Ich danke euch für jeden Tipp. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt von euch mit noch einigen vielen Bildern, die wir hier mitnehmen konnten. Sollte euch diese kurze Folge gefallen haben, dann lasst es mich gerne mit einem Daumen nach oben wissen. Vergesst nicht, für weitere Folgen auf meinen Kanal zu schauen, insofern ihr das noch nicht getan habt. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, schmelzt mir bei den Temperaturen nicht weg, bleibt gesund und munter, wir hören uns demnächst. Macht's gut, bis bald und ciao! Thank you.